Hallöchen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Wir sind dran gegen JV, die Blacklist Nummer 4. Und beim letzten Mal haben wir schon die ersten drei Rennsiege geholt. Wir sind Rundkurs gefahren, wir sind K.O.-Rennen gefahren und wir sind Radarfalle gefahren. Und jetzt soll es mit den Rennsiegen weitergehen. Vier brauchen wir noch. Mal gucken, ob wir alle vier schaffen oder ob wir nur drei schaffen. Wir gucken einfach mal. Wir fangen an mit, ich hätte ja noch mal Lust auf Radarfalle. Machen wir noch eine Radarfalle. Haben wir letztes Mal am Anfang gemacht, machen wir jetzt am Anfang. Radarfallenrennen sind cool, ich mag die. Was haben wir denn für Gegner? Oh, Mercedes. Ups, da habe ich was hingeschmissen. Was haben wir denn für Gegner? Ja, Mercedes und ein Golf. Sehr cool. Ein Golf gegen Lambo, aber der ist immer noch stark, wenn der getuned ist. Also, das ist jetzt nicht zu unterschätzen. Das haben wir mal am Anfang viele gesagt, oh, warum fährst du denn immer noch den lahmen Golf? Nee, nee, wenn man den schön tunet, dann ist der auch jetzt immer noch stark. Uah, 339 km/h. Da konnte da auch keiner mehr. Warum steht dann oben rechts? Also bei mir stand, glaube ich, habe ich mich verlesen. Da stand doch 339 oder nicht. Oben rechts steht jetzt 338. Naja gut, den 1 km/h kann ich wohl noch verkraften. Aber warum der mir abgezogen wurde, keine Ahnung. So, zack, 251. Eieiei, mit dem Regen, da ist das ganz schön rutschig, das Ganze hier. Das reicht aber noch. Etwas schwach, aber es war halt auch kurvenreich. Wer ist denn, dass der da vorne so wegzieht? Ist das der Golf? Dann würde ich sagen, so viel zu dem Thema, aber ich weiß nicht, ob das der ist. Wenn ja, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, weil wenn der dann zuerst im Ziel ist und mir ordentlich Punkte abzieht, das wäre natürlich etwas gefährlich dann. Also das war mal eine fiese Blitze da in der Kurve. Aber ich habe es ja ganz gut gemeistert, glaube ich. Ich habe nämlich jetzt ziemlich einen Abstand. Aber die war ja wohl mal sehr fies gelegen da, oder? Aber was zieht der denn da vorne so weg? Hör mal! Ist das der Golf? Das kann doch fast nicht sein. Ich habe es euch jedem noch erzählt. Der ist immer noch stark. Vielleicht etwas zu stark. Aber von der Geschwindigkeit her sollte ich das Ganze trotzdem gewinnen können. Nur finde ich es halt irgendwie krass, wie der da vorne wegzieht, ne? Tatsache, der Golf. Ich hab's euch gesagt. Der zieht den Lambo weg. Ja, ist immer noch ein extrem krasses Auto jetzt. Also, so ist das nicht. Rock schreibt. Wie, willst du gar nicht die Nachricht synchronisieren? Kein Geld oder was? Rock, Kopf-Spezialeinheiten. Du erregst viel Aufmerksamkeit. Achte auf die Fahndungsstufe deines Wagens. Wenn du Fahndungsstufe 5 erreichst, bekommst du Ärger. Auf dieser Stufe werden schwerere SUVs, aggressivere Hubschrauber und dein schlimmster Albtraum eingesetzt, das Corvette-Geschwader von Cross. Wenn du es vermeiden kannst, lass dich nicht mit ihnen ein. Ja, das werden wir versuchen zu vermeiden. Also wir werden die Fahndungsstufe senken, bevor wir auf 5 kommen. Jetzt werde ich wieder von euch mehr anhören müssen. Oh, du Memme und sonst was. Aber die Fahndungsstufe 5 tue ich mir nicht an, wenn es nicht sein muss. Am Anfang zumindest jetzt noch. Am Ende werden wir die so oder so dann haben, aber... Gut. Also ich denke mal, wir werden eh unweigerlich irgendwann mal auf die Fahndungsstufe 5 kommen. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es. Dann will ich so um 3 bis 4 bleiben. So, wir haben einen Rennsieg geholt. Dann bleiben ja nur noch 3. Fahren wir einen Sprint, aber da haben wir Kopfrisiko maximal. Fahren wir einen... Mautstelle können wir auch fahren. Mautstelle ist immer süß. Mautstelle macht immer Freude. Brumm. Und los geht's. Direkt mal schön Speed aufnehmen und abdüsen.
Na, kommt gar keine... Gar keine Mautstelle. Die ist wahrscheinlich... Die erste ist wahrscheinlich ziemlich weit weg, ne? Aber dauert ja doch relativ lange gerade hier. Keine Mautstelle weit und breit in Sicht. Wir fahren und fahren. Aber es kommt einfach keine. Naja, wir haben ja auch noch 38 Sekunden für die erste. Also insofern. Aber die ist ziemlich weit weg, ne? Wir haben jetzt gleich 40% der Strecke schon abgefahren und noch keine einzige gekommen. Und 4 Stück sind es. Also irgendwie lustig. Die erste ist also dann. Die restlichen müssen ja dann nah beieinander sein. Aber die erste ist weit weg. Hinter 40%. Fast die Hälfte haben wir schon rum. Und dann kommt die erste von 4 Mautstellen. Mysteriös. Aber gut, hier war die erste. Direkt mal das Ding mit umgefahren. So wie es sich gehört. Der wollte abbiegen. Hat aber Glück gehabt, dass er noch mal ein bisschen gewartet hat. Hat hoffentlich in den Rückspiegel geguckt und gesehen, da kommt ein grüner Lambo angeschossen. Na, dann bremse ich mal lieber ein bisschen. Eieiei, wieso ist denn der da vorne hochgegangen? Nicht gut. Autsch. So, wir haben 30 Sekunden für die nächste. Aber vorne kommt sie schon. Also ich habe die Zeit gut aufgeholt. Zack, 22. Eben waren wir noch bei 19. Und eine Minute bis zur nächsten Mautstelle. So, wir flügen hier so ein bisschen durch die Gegend. Da vorne kommt aber schon die nächste. 22 Sekunden hatten wir eben, ne? Also wir können noch ein bisschen was draufpacken. Yay, 26. Wieder was gut gemacht. Schön, 1 Minute 4 bis zum Ziel. Wir sind aber auch schon bei 90%, also als gleich dann. Das ist doch schon eine ganze Menge. Dann sind wir gleich schon durch mit dem Rennen hier. Vielleicht schaffen wir ja tatsächlich alle Rennsiege diesen Part. Das wäre natürlich ganz nett. Da können wir nämlich beim nächsten Mal anfangen mit Meilensteinen und Kopfgeld. Das wird locker 2-3 Parts dauern diesmal. Oder eine richtig gute lange Verfolgungsjagd, aber das, ich denke, wir werden eh mindestens einmal verhaftet werden. Aber gut, wir schauen dann mal. Also das wäre natürlich praktisch, wenn wir die Rennsäge noch fertig kriegen. Wir gucken mal. Jetzt haben wir doch... Warte mal, brauchen wir jetzt noch 2? Ich glaube, wir brauchen noch 2, ne? Oder noch 1? Noch 2. Dann müssen wir uns ranhalten. Okay. Wir können natürlich das letzte... Ich speichere ja zwischendrin... Obwohl, ich speichere lieber vorher dann. Ja gut, wir fahren noch 1, dann speichere ich. Und dann nehmen wir 1 mit maximalem Kopfrisiko. Dann haben wir nämlich den letzten Rennsieg und können gleichzeitig direkt die Verfolgung starten, sozusagen. Dann brauche ich jetzt aber noch 1 mit minimalem Kopfrisiko. Zum Beispiel in die Mautstelle hatten wir gerade minimal K.O.-Rennen. Okay, das machen wir. Das ist dann der vorletzte Rennsieg und dann gehen wir kurz speichern und dann starten wir ein Rennen mit maximalem Kopfrisiko. Ziemlich hässlich getunter Lambo neben mir. Ziemlich hässlich. Gold, dann mit einer Flagge drauf. Also irgendwie gibt es da Leute, ich weiß auch nicht, was die sich denken beim Tuning. Okay, 3 Runden, wie immer, es ist ein K.O.-Rennen. Wir wollen also dafür sorgen, dass unsere Kollegen schön ins Gras beißen und rausfliegen, einer nach dem anderen. Ist eine ziemlich kurze Strecke, aber auch ziemlich eng und kurvenreich. Insofern muss man da ein bisschen vorsichtiger fahren, ab und zu mal so ein bisschen das Gas dosieren. Dann läuft das schon. Siehste, ich bin immer noch gut Erster. Schön genommen die Kurve. Oh! Müllabfuhr. Müllabfuhr ist böse. Die sind immer so massiv. Da will man nicht reinfahren. So, die erste Runde habe ich auf jeden Fall gleich überstanden. Also eine Runde haben wir auch schon mal überlebt, dann fehlen ja nur noch 2. Wer fliegt raus? LaPierre. Das war bestimmt der mit dem Lambo. Franzose.
Ah, guck mal, die sind beide stehen geblieben. Das ist aber schade. Wollt ihr nicht mehr mitfahren oder habt ihr schon keine Lust mehr? Dann kann ich ja eigentlich auch stehen bleiben. Dann könnt ihr einfach sagen, komm, wir hören auf. Der hat gewonnen. Aber anscheinend fahren sie doch wieder. Ja, das ist lustig, wenn die Computergegner sagen würden, sie geben auf. Die haben keine Lust mehr. Sie haben eh keine Chance. Aber leider sind sie ja doch ziemlich stark meistens. Holen immer noch gut auf, selbst wenn sie krasse Unfälle bauen. Und wieder schön genommen die Kurve. So, zweite Runde gleich überstanden. Wir haben noch 10 Cent drin und Merwin. Nicht Merlin, sondern Merwin. Aber einer von denen muss jetzt gleich daran glauben. Wahrscheinlich der 10 Cent. Ja, wenn er nicht 50 Cent heißt, dann hat er natürlich keine Chance. Okay, raus ist 10 Cent. Okay, dann geht es jetzt noch um mich und Merwin. Mal schauen, ob wir den guten Merwin auch noch fertig machen. Das wäre natürlich schick. Aber bis jetzt haben wir alle Rennen, glaube ich... eins habe ich verloren. Stimmt. Aber ansonsten sind die Rennen bisher ja ganz gut gelaufen hier gegen JV, also die wir für ihn fahren müssen. Und da wir danach noch einen Rennsieg brauchen, wäre es ganz nett, wenn wir den jetzt auch hier gewinnen. Dann schaffen wir den letzten nämlich auch noch. Aber der ist nah dran. Wenn ich jetzt kurz vom Ziel einen Fehler mache, dann hat er mich, glaube ich. Der lauert nämlich schon hinter mir. Seht ihr das, wie nah der jetzt ist? Also, nicht, dass der uns mal überholt. Das wäre natürlich ärgerlich. Und der Lambo stellt sich einfach quer. Und ich glaube, er hat mich überholt. Ich habe ihn wieder überholt. Komm schon. Der Lambo stand da einfach mal dauerquer. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Aber ich habe es gewonnen. Es war knapp. Der hätte die Chance nutzen können, wenn er da gut gefahren wäre, hätte er mich gehabt. Aber, wir haben es gerettet. So, Patz, schön im Taxi vorne rein. Ein Rennsieg fehlt noch. Schaffen wir den noch? Den schaffen wir noch, komm. Dann gehe ich jetzt erst kurz zum Unterschlupf. Dort dann kurz speichern. Sicher ist sicher, ihr wisst ja. So, und dann starten wir von hier aus jetzt das letzte Rennen. Und zwar jetzt mit maximalem Kopfrisiko, zum Beispiel den einen Sprint hier. Und hoffen dann, dass wir da unterwegs Kops aufsammeln, die wir dann direkt uns mitnehmen können, damit wir die beim nächsten Mal dann schon haben. Denn wahrscheinlich, wenn wir das Rennen hier gewonnen haben, mache ich kurz Pause und dann machen wir beim nächsten Mal dann die Verfolgungsjagd, die dazu gehört. Ich bin mal gespannt, ob da Cops kommen und wenn ja, ob die direkt auf mich gehen oder... Aber wahrscheinlich schon, weil ich ja vorne wegfahre momentan. Wutz! So, 10%, 15% haben wir schon. Na, der Lambo bei den Bordsteinkanten, da stellt er sich gerne so ein bisschen quer. Also nicht quer im Sinne von querstellen normal, sondern richtig seitlich. Oh, guck mal, ein Lambo. Ja, wir sind im Bankenviertel. Okay. Dann kommt mal vorbei. Na, Kopsi-Mopsis, wo seid ihr? Da ist einer am Start oder wo? Ich glaube, ich habe ihn genau verpasst. Ich glaube, der war auf der Gegenfahrbahn. Das ist natürlich schade jetzt. Tut mir leid. Ich glaube, der war auf der Gegenfahrbahn. Das ist ja ärgerlich jetzt. Ich wollte noch Cops am Arsch haben. Naja, vielleicht kommen ja noch welche. Da hat er mich aber schön geschoben, der kleine Wichser immer. Und da kommt auch noch der Porsche vorbeigezogen. Was soll das denn, Jungs? So haben wir nicht gewettet. So, jetzt aber kommen Cops. Die ich dann wahrscheinlich auch direkt abkriege.
So, jetzt ist natürlich die Gefahr schon, dass wir vorne Stufe 5 werden, weil wir sind 4. Und wenn ich da jetzt je nachdem eine lange Verfolgungsjagd habe, das, also ich vermute fast, wir fangen beim nächsten Mal an mit der Verfolgungsjagd und werden erst einmal verhaftet werden. Aber wir schauen es, wir versuchen es halt. Oh oh, ich glaube, das war nicht gut. Nee, ich hätte abkürzen müssen. Wir sind jetzt auf Alarmstufe 4. Na, den habe ich aber gerade so nochmal abfangen können. Ja, also ich glaube, sobald wir hier fertig sind mit dem Rennen, werden wir so viele Cops am Arsch haben mit Fahrerstufe 4. Das Problem vor allem bei Fahrerstufe 4, finde ich, sind so Rhinos und vor allem Straßensperren mit Nagelbändern. Nagelbänder sind so böse. Die eigentlich, natürlich, einerseits kann man denen leicht ausweichen. Aber andererseits sind die auch so, ja, endgültig. So, den letzten Rennsieg haben wir. Das heißt, ab jetzt brauchen wir noch Kopfgeld und, Meilensteine. Meilensteine vor allem dann auch wieder in Form von Radarfallen. Aber erst einmal fahren wir jetzt ein bisschen mit den Cops rum, würde ich sagen. Wir sind natürlich hier schon ganz gut eigentlich, bei meiner alten Runde von damals. Ich weiß, ich soll auch immer ein bisschen abwechslungsmäßig fahren. Erst einmal bleiben wir aber hier so ein bisschen auf der Route. Und ich muss mal versuchen, das so ein bisschen safe zu spielen hier mit Fahnenstufe 4. Und ich glaube fast, dass wir Fahnenstufe 5 werden, weil... Also wenn wir nicht schnell entkommen zumindest. Es wäre mir ja fast... Mir wäre das ja fast lieb, dass wir versuchen zu entkommen und dann die Fahnenstufe auf 3 oder 2 machen und dann die Verfolgungsjagden machen. Ich weiß, ihr wollt natürlich immer nur Fahnenstufe 5, Fahnenstufe 5 und alles chaotisch und Stress und Chaos und Zerstörung, aber... Das ist nicht immer so in meinem Sinne, weil wenn man dann mal 20 Minuten Verfolgungsjagd gemacht hat und dann im Endeffekt nichts davon hat, weil man erwischt wird, dann ärgert einen das natürlich. Guck mal hier, das steht da immer noch um, das Zielding. Das ist ja lustig. So, dann fahre ich jetzt mal euch zuliebe ein bisschen anders. Ihr mögt das ja nicht, wenn ich immer auf denselben Stellen rumfahre. Weiß ich gar nicht warum. Man muss auch mal ein bisschen seine sicheren Routen fahren, die man kann. Ich meine, man muss seine Vorteile, die man gegenüber den Cops hat, doch nutzen. Autsch! Nicht gut! Ah, schade, den hätte ich mitnehmen wollen. Aber da bin ich leider knapp dran vorbeigefahren. Aber wir haben trotzdem irgendwas zerstört. Immerhin. Da kamen Rhinos. Die haben den Verkehr mitgenommen. Habt ihr das gesehen? Deswegen habe ich die gerade gar nicht so richtig gesehen, weil die da den Verkehr vor sich hergeschoben haben. Das Gute ist, dass hier nicht wie bei Rivals die Jedis irgendwelche Nagelbänder so direkt vor einem runterfallen lassen und dass auch nicht die Autos vor allem wie bei Rivals und sonst wie die Nagelbänder fallen lassen, sondern wenn da Nagelbänder sind, dann stationär auf der Straße. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, denn das ist sehr böse. Die setzen sich vor dich und plötzlich fällt ein Nagelband auf die Straße. Ich meine, gut, wow, das war knapp. Das war knapp. Ich wäre fast ins Nagelband gesammelt, weil ich da gerade nicht drauf geachtet habe. Da hat mir nur noch der Speedbreaker den Arsch gerettet. So, wir machen jetzt auch nicht mehr lange hier. Ich mache gleich einfach Pause, so wie da auch letztes Mal schon mal. Und dann machen wir die Verfolgung beim nächsten Mal zu Ende. In der Hoffnung natürlich, dass wir nicht erwischt werden. Aber das kann ich leider nie vorher sagen. Ich weiß genauso wenig, wie es ausgeht wie ihr. Wie, habe ich den nicht zerstört? Den Rhino? Der ist auch ordentlich geflogen. Anscheinend nicht. So, aber noch sind wir Gott sei Dank relativ weit entfernt von Fahndungsstufe 5. Das beruhigt doch ein wenig. Wir haben einen Verfolger angeblich. Angeblich. Einen Verfolger. Verfolgung ist unterwegs. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Naja, gut, es kommen halt dann doch immer wieder irgendwo Cops her, die man vorher nicht auf dem Radar sieht. Meilenstein erreicht, Nagelband. Ja, wir sind genug Nagelbändern ausgewichen, um den Meilenstein zu kriegen. Aber wir haben jetzt auch wieder 20 Verfolger, insofern hat sich das mit dem Entkommen erst einmal erledigt. Alter, und da spawnen sie überall.
So, wir fahren. Ist das riskant, hier nah dran vorbeizufahren? Nee, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wenn man so ein bisschen aufpasst, dann kann man das schon machen. So, jetzt muss ich nur langsam mich mal überwinden, dass ich hier einen Cut mache. Aber es ist so schwierig, mittendrin einfach auszumachen. Und für euch natürlich sowieso. Ihr sagt, nein! Lass es sein! Tja, jetzt kommen wir nämlich langsam zu den Verfolgungsjagden, die ihr euch immer gewünscht habt, die ich aber eigentlich lieber meide. Weil ich bin jemand, der hat gerne die Kontrolle über die Situation. Und wenn wir hier Richtung Fahnenstufe 4-5 gehen, dann haben wir die Kontrolle einfach nicht mehr. Woo, Rhinos! Haha, bisschen Party-Time mit denen, ne? Die machen immer gern Party, die Rhinos. Das ist schlimm mit denen. So, wollt ihr mal einen Donut kommen? Die Cops mögen doch immer gerne Donuts. Und das Ding ist immer noch da. Ich glaub's ja nicht. Immer noch. Zurück in die Bushaltestelle gefahren. Wir sind bei dem Verdächtigen dran. Mann, ist der schnell. So, na komm, wir machen jetzt mal Pause. Also, auch wenn es jetzt mittendrin ist, ich hoffe einfach nur wirklich für euch und für mich natürlich, dass wir das beim nächsten Mal erstens schaffen, viel Kopfgeld zu kriegen und vor allem auch nicht verhaftet zu werden, weil ich finde das immer so schade. Dann hat man zwei Parts oder so Verfolgung gemacht, die euch ja auch zeigen will. Aber wenn man dann erwischt wird, dann muss man es eben doch nochmal alles machen. Ich meine, ihr freut euch wahrscheinlich, weil Verfolgungsjagd ist Verfolgungsjagd. Ob wir die jetzt für den nochmal machen oder für den anderen, dann ist wahrscheinlich egal. Nur, ich ärgere mich dann so ein bisschen, weil dann war alles, was man gemacht hat, quasi so umsonst. Und ja, gut, man hatte Spaß und ihr habt das zu sehen bekommen. Aber sagen wir mal, man hat nicht das bekommen, was man wollte, nämlich Kopfgeld. Und das ist dann immer so ein bisschen enttäuschend. Aber wir versuchen es natürlich, schwer wird es auf jeden Fall werden. Ich freue mich aber, wenn ihr wieder einschaltet. Es wird auf jeden Fall spannend, vermute ich. Und bis dahin, alles Gute, euer Walle, ich bin raus. Bye, bye.